Wenn du jemals ein umgefallenes Schaf sehen solltest, dann geh zum Schaf hin und dreh es wieder um. Und Plankton nimmt dir den Award für das beste Intro nach Hause. Aber warum? Ist doch witzig. Nee, eigentlich nicht. Über die Zeit haben Menschen Schafe so herangezüchtet, dass sie ohne uns gut aufgeschmissen wären. Ihre Wolle wächst stetig und hört auch nicht auf zu wachsen. Und wenn es nun heiß und feucht ist und die Tiere anfangen zu schwitzen, kann es unter der Wolle auch schnell mal jucken. Um sich zu kratzen, wälzen Schafe sich auf den Boden und durch das schwere Gewicht der Wolle, und weil viel Wolle auch mal kugelrund machen kann, können sie sich in manchen Fällen nicht mehr von alleine aufrichten, bleiben auf dem Rücken liegen und können durch entstehende Gase im Pansen schnell sterben. Wenn du also ein umgekipptes Schaf siehst, schubst es zurück, versuch es eine Weile festzuhalten, damit das Blut in die Beine zurückkehrt und es nicht sofort wieder umfällt, und gib irgendjemandem Bescheid, der da eigentlich auf diese Schafe aufpassen sollte. Hey, ist das dein Schaf? Nein!